Super, dass diese Frage nun geklärt ist. Hoffentlich habt ihr alle aufgepasst und könnt anderen erklären, wie das Schiff in die Flasche kommt. Aber nun weiter mit dem nächsten Beitrag. Gesellschaft, in was für einer leben wir? Mit diesem Thema haben sich die Schüler des Gymnasiums Allermöhe kreativ auseinandergesetzt. Zu diesem Thema haben sie zwei Beiträge produziert. Die Beiträge sind in Form eines Schülerworkshops bei TIDE entstanden. Hamburg, eine Million Metropole. Tausende Menschen gehen jeden Tag arbeiten oder sich vergnügen. Da kann man unsere heutige Gesellschaft im Jahre 2014 kategorisieren. In was für einer Gesellschaft leben wir? Das ist Sergio Kumar, ein Experte für Gesellschaftsmodelle. Er führt uns näher an verschiedene Theorien heran. Was? Sie möchten von mir wissen, was eine Dienstleistungsgesellschaft ist. Ob bei Hamburg eine Dienstleistungsgesellschaft ist, das kann ich Ihnen in einfachen Worten zusammenfassen. Brigitte, sagen Sie den 6 Uhr Termin ab. Denn zunächst müssen wir die Dienstleistungsgesellschaft definieren. Als eine Dienstleistungsgesellschaft bezeichnet man einen Strukturwechsel, der sich in westlichen Ländern vollzogen hat. Denn durch automatisierte Maschinen gab es weniger Arbeitsplätze in der Industrie. Zudem kam hinzu, dass die Produktionspreise in Deutschland stiegen. Bevor ich euch erklären kann, warum die Dienstleistungsgesellschaften im deutschen Raum so schnell anstieg in prozentualen Werten, muss ich euch erst erklären, dass Deutschland im 19. Jahrhundert sich in einer Agrargesellschaft befand. Am Anfang betrug der Wert 33%. Er stieg schnell auf 51% an, wonach er daraufhin sehr schnell auf ganze 74% anstieg im Jahre 2013. Wie können wir uns das erklären, meine Damen und Herren? Ganz einfach. Die Inlandsproduktion in Deutschland stieg sehr rasant an. Und das deshalb entschieden sich die Unternehmen, weil im Ausland hingegen die Produktion immer noch billig blieb, im Ausland zu produzieren. Woraufhin natürlich die Dienstleistung in Deutschland anstieg. Was sollten sie auch anderes tun? Dieses berichtete uns das Bundesamt für Statistik. Definieren wir das Wort Risikogesellschaft. Was ist eine Risikogesellschaft? Es ist einfach zu erklären. Es bezeichnet eine Gesellschaft, die soziologische und ökologische Risiken beinhaltet. Zum Beispiel, wenn automatisierte Maschinen Menschen ersetzen. Wo sollen die Menschen hin? Die haben keinen Job mehr, die sind arbeitslos. Das nennt man industriellen Fortschritt. Eines der großen Probleme in Hamburg waren die Atomkraftwerke um Hamburg herum. Jedoch gibt es dieses Problem nicht mehr, da die Atomkraftwerke um Hamburg herum abgeschaltet sind. Jedoch gibt es in Hamburg ein anderes großes Problem. Wie ihr wunderbar erkennen könnt, ist Hamburg eine wunderschöne Hafenstadt. Dies bedeutet, dass in einigen Jahrzehnten Überschwemmungen auftauchen können. Wie können diese Überschwemmungen entstehen? Ganz einfach. Durch die Erderwärmung. Wie entsteht diese Erderwärmung? Durch den großen CO2-Ausstoß der Autos, der Industrie, der Nutztiere. Hamburg ist nicht nur eine Stadt voller Dienstleistungen, sondern auch vieler Erlebnisse. Was ist eine Erlebnisgesellschaft? Dies bezeichnet eine Gesellschaft, in der viele darauf konzentriert sind, den größtmöglichen Genuss oder Spaß zu erhalten. Dies machen sie, indem sie wohlhabend sind, also sehr viel Zeit haben, sodass sie ihren Hobbys nachgehen können. Finden Sie, Hamburg ist eine Erlebnisgesellschaft? Erlebnisgesellschaft? Also ich glaube schon, weil es gibt ganze Clubs in Hamburg, Reeperbahn und so weiter, dann Steindamm, Casinos und so weiter. Ist doch alles ein Erlebnis, also glaube ich zumindest. Und ja, Reeperbahn, ne? Kennt doch jeder, ganzen fetten Clubs und das ist ja ein Erlebnis, oder nicht? Es ist ja, nein, Mann, Erlebnisgesellschaft Hamburg, nein, Mann, davon bekommt man nichts mit. Ich muss den ganzen Tag arbeiten, Pakete dahin, Pakete dorthin. Das ist ja, nein, auf keinen Fall, zu viel Arbeit und so.
Und sind Sie ein Teil dieser Erlebnisgesellschaft? Also, wie schon gesagt, ich bekomme da nicht viel mit. Ich muss die ganze Woche arbeiten. Das heißt, die Erlebnis, was ich habe, ist sonntags, abends, auf dem Sofa, mit einem kühlen Bierchen und ein bisschen Fußball. Ja, ich glaube schon, weil ich gehe auch mit einer Freundin in die Clubs und gehe feiern und so weiter. Ne? Also, ja, also Casino weiß ich noch nicht zum Beispiel, das ist nicht so mein Ding, aber Clubs auf jeden Fall, ne? Immer schön feiern gehen, Reeperbahn und so, das gehört dazu, ne? Das ist Dimitri Schewtschenko. Er ist vorbestrafter Kleinkrimineller, begeisterter Zocker und regelmäßiger Partygänger. Am liebsten feiert er in Hamburg. Warum Hamburg? Ganz einfach gesagt. Hier gibt's alles vom Casino bis zum Club. Hier gibt's auch andere Sachen, aber die sage ich lieber nicht. Was mache ich nach der Arbeit? Ist doch ganz klar. Nach Hause und ab in den nächsten Club. Блять, schon 9 Uhr, ich muss jetzt abhauen. Ciao. So, meine Damen und Herren, wir haben Ihnen heute die Gesellschaften vorgestellt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Habe ich ihn doch noch erwischt. Endlich habe ich mein kabellos Mikro wieder. Soll er es nochmal versuchen, falls er den Tag heute überlebt? Egal, kommen wir zum Punkt. In welcher Gesellschaft leben wir eigentlich? Entscheidet selber.